Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Motorsport Manager mit Archer BMR in der zweiten Saison. Ja, vielleicht unserer letzten. Mal schauen, ne? Je nachdem. Wir haben ein recht ambitioniertes Ziel ausgegeben. Platz 2 oder besser in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Wir kriegen dadurch natürlich die volle Kohle von unserem Capo, von unserem Teamchef, aber natürlich haben wir dann auch das volle Risiko. Wir werden sehen bei den Finanzen. So, hier sollten wir noch das Budget festlegen, genau, für nächstes Jahr, fürs nächste Chassis. Wir legen hier mal dickes Geld zurück. Machen immer noch 1,1 Millionen plus. Das ist doch recht schnuffig. Ja, und dann geht's ins Rennwochenende. Das erste Rennen der Saison. Wir wissen nicht, von welchem Startplatz wir ins Rennen gehen. Ja, das ist jetzt wieder hopp oder top, ne? Wir haben ein zuverlässiges Auto, das wissen wir, weil wir hier schon ein bisschen entwickelt haben. Das Rennen soll heiter sein. Stark Regen im Training. Komm, wir riskieren nochmal hier. Platz 1, ich sage mal, wir haben ein zuverlässiges Auto. Der Rodriguez, der macht es. Oh Gott, oh, ich zock, glaube ich, zu viel jetzt. Oh, ich bin, glaube ich, zu risikofreudig. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Auf der anderen Seite, es macht die ganze Kiste interessant, ne? Irgendwie schon. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wenn es alphabetisch ausgelost wird, dann hätten wir natürlich ein Problem. Weil dann kommt der Rodriguez wahrscheinlich ziemlich weit hinten. Wobei, wenn umgekehrte Startreihenfolge ist, dann vielleicht doch nicht. Dann dürfte der Elsa da ziemlich weit hinten stehen. Naja, komm, alle Spekulationen. Wir werden sehen. Wir lassen die gute Mäulin und den Mustafa fahren. Und wie man sieht, durch unser Wetterzentrum Stufe 1 sehen wir jetzt schon mal die Hälfte voraus. Also die Hälfte der Trainingssession und natürlich dann auch immer die Hälfte der jeweiligen Rennsession sehen wir. Nicht nur ein Viertel, sondern einfach mal die Hälfte, und das ist schon sehr ordentlich. Weil das bedeutet einfach einen besseren Informationsvorsprung und dadurch auch bessere Entscheidungen. Hoffentlich zumindest. So, sagen wir, machen nochmal ein bisschen härter und ja, lassen wir mal so. Okay, auf Rot, jawohl. Und bei der Marieke Mäulen, da werden wir auch ein bisschen mehr Flügel fahren. Auch ein bisschen härter, ja, auch auf Rot, okay. Na dann, auf geht's, ab zum Training. Training Nummer 1 in der neuen Saison. Da kam ja auch von euch der Hinweis, ne, wie ich auch schon mal gesagt habe, du musst da ein bisschen aggressiver fahren, wenn du bessere Zeiten haben willst. Ja, wobei ich mir nach wie vor die Frage stelle, wieso ist das Training so wichtig? Ich sehe nirgendwo, wie sich das auswirkt. So, und aufgrund unserer Designänderung, weil unser Auto sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne, haben wir jetzt hier auch eine andere Farbe. Wir sind nicht mehr die gelben. Weil das habe ich immer verwechselt mit Kollege Dreifuß und so. Ne? Da habe ich immer bloß auf gelb geschaut. Nein, wir sind jetzt ein sehr dunkles Grau, hätte ich gesagt. Ein sehr dunkles Grau. Naja. Lassen wir uns überraschen. Aber ich finde, das sieht von oben, sieht es doch gar nicht schlecht aus, oder? Der Eimer. Ich finde, den kann man schon anschauen. Vor allem sieht es nicht mehr aus wie so ein Postauto. Ja? Das fand ich jetzt nicht so hübsch, das Postauto. Da gefällt mir das schon besser. Und hier vor uns die... Ne, dieses Gelb, jetzt hebt sich es auch mal ein bisschen deutlicher ab, finde ich. So, Aerodynamik ist gut, okay. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Oh, jetzt fängt es dann auch bald zu regnen an. Ja, das dürfte Intermediate-Wetter sein. Wir nehmen einfach mal den Reifenbonus noch mit. Ne? Wir schauen jetzt mal, wie lange es dauert, bis der Reifenbonus voll ist. Und dann wird auf Intermeds gewechselt.
Diaz fährt Sektorbestzeiten, okay. Vexala ist der, ne? Ja, ja, Vexala. Es müsste dann gleich zu regnen anfangen. Ja, gleich ist es soweit. So, jetzt holen wir euch auch rein. Ne? Aufhängung ist in Ordnung, okay. El Sadat schon mal drittbeste Zeit. Aber Diaz ist eine Sekunde schneller. Das ist schon mal ein Brett. Uiuiui. Okay, Renntrim und Reifen. Sehr weich, Stufe 1. Okay. Ja, dann kommt doch mal bitte wieder rein. Meine Damen und Herren. Platz 5, Platz 8. Fahrverhalten ist gut, jawohl. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier innerhalb der Trainingssession, dass es da keine Kollisionsabfrage gibt und dass es da offenbar auch keinen Verschleiß und so gibt. Das finde ich auch ein bisschen schade. So, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu... wobei, das ist vermutlich ein bisschen zu viel Flügel, schätze ich. Ich schätze mal ein bisschen zu viel. Hier machen wir es mal ein bisschen länger. Wechseln die Reifen auf die Inters. Okay, raus mit dir. Da kommt die Marike. Ja, die haben wir schon ein bisschen besser hingekriegt. Gehen wir auch mal einen Tick zurück. Na, mal schauen. Inters und raus mit dir. Jetzt regnet es. Ja, wir sind genau rechtzeitig reingekommen und das bleibt auf Intermediate-Niveau. Ja, das bleibt auf Inter. Die sind jetzt alle noch auf Trockenreifen draußen. Okay. Alter, Larsen ist eine 1,18 gefahren. Spinnt der oder was? Okay, jetzt kriege ich Angst. Ich glaube, jetzt bereue ich in dem Moment gerade, dass ich unserem Teamchef versprochen habe, so ein bisschen großspurig, ja, wir werden Zweiter. Das könnte jetzt ein bisschen sehr optimistisch gewesen sein, oh Gott. Haben wir zu Saisonbeginn schon verzockt? Das ist jetzt die Frage. Haben wir schon verzockt? Oh mein Gott. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Können wir uns bald ein neues Team suchen? Oh Mann. Ja, ich hol die Burschen nochmal rein hier, ne? Abtrieb ist richtig, ja, ja. Passt schon. Na, wie er da ganz locker vorbeizieht. Wahrscheinlich waren die alle auf den falschen Reifen. Die Herrschaften. Oh Mann. Ja, ist. Na, ja, das Rennen wird die Wahrheit zeigen, aber ich fürchte, wir haben uns vielleicht ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Naja, wir haben zu viel Abtrieb, okay. Ja, muss ich nochmal einen Tick weg, einen Tick runternehmen. Auch nochmal ein Stück länger machen hier. Okay, darfst nochmal raus. El Sadat. Die letzten Minuten. Und die gute Marike. Oh, da haben wir uns verschlechtert. Vom Abtrieb haben wir uns da verschlechtert. Nee, stimmt gar nicht. Wir waren auf gut, okay. Habe ich Blödsinn erzählt? Das kann ich, sowas. Blödsinn erzählen, da bin ich ganz gut drin. Ja, mal einen Tick länger hier. Probieren wir es mal so rum. Du bleibst auf den Inters. Raus mit dir, Schätzelein. Wir kriegen auf jeden Fall den Intermediate-Bonus. Okay, es trocknet hinten raus ab, aber es bleibt auf jeden Fall nass. Also wir werden den Intermediate-Bonus kriegen.
Schauen wir mal, was der Rest so fährt. So, ich muss jetzt wieder hier aggressiv stellen und auf hoch mal. Ja, der Reifen ist eh beim Teufel. Dann werden wir gleich mal sehen, was so die Konkurrenz fährt. Okay, Intermediate Bonus. Plus 5%. ...1,18, mein Gott. Das überrascht mich doch, dass es der Elsa da 3,3 Sekunden weg ist. Und das war eine Zeit auf Trockenreifen. Das ist das, was mich so... ...so ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Geschwindigkeitsbalance ist schlechter als vorher. Okay, muss ich also kürzer machen? Müssen wir danach anpassen? Aber gut, dass wir dieses Feedback noch gekriegt haben. 3 Fuß 1,26 die letzte. Beziehungsweise 1,27. Itsudani 1,26,7. Schauen wir mal, was die Herrschaften jetzt fahren. Okay, 1,23. Rentrim Stufe 3, jawohl. 6 Sekunden vor Schluss, geil. Ja, das war jetzt der Bonus, weil wir so viel gefahren sind. Rentrim Stufe 3, das sind 15% Bonus. 1,23, Modi 1,22,7. Komisch, okay, jetzt auf dem Intermediate sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Diaz 1,23,0. Ja gut, die Wahrheit wird sich im Rennen zeigen, vermutlich. Aber das macht die Sache aktuell, ja, das, so das erste Rennen ist immer so das Spannendste, finde ich. Weil vorher weißt du nicht, wer hat nur taktiert, auch bei den Vorsaisontests, ne, wer hat nicht alles gezeigt. Aber beim ersten Rennen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Da kommt die Wahrheit raus. Die Leistung war okay. Okay, Archer BMA sollte Predator was auswischen. Predator, Predator. Wie auch immer. Predator, genau. Oh Gott, es regnet. Na super. Es regnet, Leute. Hervorragend. Rodriguez startet von der 4, okay. Warum? El Sadat auf der 7, warum? Also mit dem Alphabet hat es, denke ich, schon mal nichts zu tun. Weil es ja auch mal eine Vermutung war, alphabetische Reihenfolge. Da, also alphabetisch ist bei mir anders, aber na gut. Das kann auch nichts mit den Teams zu tun haben, weil die Teams sind wild durcheinander. Evans und Santa Ana zum Beispiel, Platz 1, Platz 14, gleiches Team. Meilenweit auseinander. Mit der Fahrer-WM aus dem letzten Jahr kann das ebenfalls nichts zu tun haben. Also ich schätze mal, das ist reiner Zufall. Aus der Hüfte hätte ich gesagt, reiner Zufall. Okay, also wir müssen nur ein bisschen weniger Abtrieb vielleicht und ein gutes Stück kürzer machen. Okay. So, wir sind beim Intermediate. Es sieht mal so aus, als ob es auch so bleibt. Die sind alle auf Inter, ja. Also Runde 8, Runde 10, Runde 12, alles Intermediate. Dann machen wir den Eimer voll, ja. Passt. Okay, bei El Sadat müssen wir auch noch was ändern. Den müssen wir auch noch deutlich kürzer machen. Auch voll getankt, okay.
Wissen. Was packen wir rein? Renndrin plus 15. Ah, und er hat den zweiten Perk des Mechanikers. Das super Überholmanöver. Mehr Leistung, höherer Verbrauch, höhere Verschleißrate, aber das lassen wir momentan. Wir bleiben hier bei Motorenexperte. Heißt, er kann den Motor hochjubeln, ohne dass es auf den Zustand zusätzlich geht. Das ist mir ganz recht. Und ich meine, die 15%, die sind schon sehr geil. Was nehme ich bei Rodriguez? Nachdem es die Hälfte nass ist, würde ich sagen, wir nehmen hier gleich mal den Bonus für Intermediate. Und bei der Strategie lassen wir natürlich beide gleich mal pushen wie blöd am Anfang. Ja, ich glaube, dann sind wir gut aufgestellt. Ja, und sind gespannt auf den ersten großen Preis der Saison. Rennen 1 von 11. Ja, dieses Jahr sind es 11 Rennen. Vancouver ist dazugekommen, wenn ihr euch erinnert. Ja, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe auch, dass ihr das Projekt nach wie vor unterstützt mit eurem Daumen nach oben, mit euren Kommentaren. Und dass wir in dieser Saison, ja, unser gestecktes Ziel Platz 2 in der Konstrukteurs-WM erreichen und vielleicht sogar übertreffen. Wir werden sehen, allerdings nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.